Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Und schaut mal, hier steht ein Held. Hier steht ein Held mit einem Helm, einer Rüstung, einem Schwert und einem Schild. Unser guter Nate hat alles zusammen und kann jetzt statt Tepete in das Orklager gehen und versuchen, dort Wilbur zu befreien. Und darüber hinaus haben wir noch eine Freundin gewonnen, nämlich hier den Drachen. Aber wir machen jetzt gar nicht lang rum, wir gehen ins Orklager. Ganz genau. So, da gibt man die Karte, guck mal, diese Feder haben wir immer noch. Am Ende gewinnen wir gegen den Ork wirklich mit der Feder, ich bin davon überzeugt. Da und da waren wir auch noch nicht. Da. Okay, naja, egal. Ich schlage vor, wir gehen jetzt einfach ins Orklager. Ganz genau so, da geht's zum Orklager. Und ich hoffe mal, dass der Herr uns jetzt endlich reinlässt, weil wir haben ja wirklich alles zusammen. Also, Nate, du könntest schon mit ein bisschen mehr Stolz und Esprit gehen. Ich finde, dass du daher schlappst wie ein Schluck Wasser. Genau, naja, gut. Ist halt wie die Oberarme von dem Mann, alles klar. So, dann reden wir mal hier mit dem Orkwächter. Guck mal, hey, Freund. Hallo, Häuptling. Hey. Zum Gruße, Mensch. Lass mich rein. Hast du mich nun endlich in euer Lager? Warum? Du bist immer noch ein schwächlicher kleiner Wurm. Ja, das stimmt. Was ist mit dem Kriegerset, das du besorgen wolltest? Ich arbeite dran. Ich hab's doch schon an. Dann komme wieder, wenn du etwas vorzuzeigen hast. Muss ich das jetzt hier einzeln durchgehen? Ja gut, okay, dann gehen wir es halt einzeln durch. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Es war ja klar. Oh ja. Toll. Er spricht kein Wort. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Naja, nicht so vertrauensbildend. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Okay, also, die Entwickler wollen offensichtlich, dass wir uns durch die einzelnen Dialoge klicken, dann machen wir das selbstverständlich. Hier ist mein neuer Schild, mein Guter. Sieh dir diesen Schild an, ist der nicht großartig? Mhm. Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Klar. Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh. Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Das werden wir sehen, Mensch. Mit zwei Setteilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, besteht das Kriegerset aus drei Teilen. Und glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. So, jetzt erzittert vor dem Schwert der Macht. Seht, ich trage das Schwert der Macht. Juhu! Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Elende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten, dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Ich mag dein Schwert. Muss mich entschuldigen. Es ist ein gutes Schwert. Ja. Das Beste! Naja, du bist ganz okay. Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor! Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Doch, egal. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Naja, ich würde sagen, dass unser Nate schon auch stolz hat. Wenigstens, was ich hier mache. Ja. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Das Vieh. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Von dem ich nicht so recht weiß, wo es eigentlich herkommt. War das dein Haustier, Nate, das Vieh? Naja, gut. Okay, ist ja eigentlich auch egal. Die wilden Lande. Verstecke Bugs.
Das ist aber nicht das Orklager, oder? Definitiv nicht. Das ist, glaube ich, der Wohnort von Krötenmama. Und da sind Ivo, Cheep Cheep und das Vieh. Ah, okay, alles klar. Schön. Ruhe, wie soll man denn da nachdenken? kann ich schon? Okay, betrachte das Foltergerät. Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Ja, mach doch nichts. Sollst sie auch nur angucken. Tja, dann ist es schade, dass Tante Felicia nicht hier ist. Könnte die das? Okay. Was haben wir hier denn noch? Mal gucken, Foltergerät. Betrachte die Zellentür. Die Tür könnte noch zu einem Problem werden. Nachdem ich dieses kleine Problem mit den Ketten gelöst habe. Okay. Ja, viel ist da nicht, habe ich den Eindruck. Es steht zwar viel rum, aber es ist nicht viel. Es ist eine Telefonzelle. Und hier? Okay, gut. Gut, Cheep Cheep, kannst du helfen? Hör mal, Cheep Cheep. Mhm. Oh, könntest du bitte aufhören zu zwitschern? Es nervt wirklich ein bisschen. Ich muss nachdenken und das kann ich nicht, wenn du so einen Radau machst. Mhm. Ja, ja, aber jetzt sind wir nun mal hier und wir müssen irgendwie Wilbo und das Artefakt retten. Der ist mir doch völlig egal. Elender, stinkender, betrügerischer Mensch. Da geht's um Nate. Nee, du hast sie doch nicht alle. Okay, kannst du die Ketten öffnen? Ich halte diese Frage für Unsinn, aber wir fragen es trotzdem. Schau dir mal das Schloss an. Kannst du dich da nützlich machen? Ich weiß auch, dass du kein Schlosser bist. Aber vielleicht kannst du mit dem Schnabel im Schloss herumstochern und dann... Okay, offensichtlich ganz nicht. Ganz ruhig, sorry, meine Güte. Hilfe holen? Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Was, wo? Gut, hast du das Artefakt gesehen? Na komm. Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Jo. Schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Jo. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Okay. Alleine. Ja. Cheep Cheep. Mhm. Hat zwar viel zu sagen, ist aber nicht sehr hilfreich. Gut, jetzt gucken wir mal. Dann bleibt uns... Ach ja, da unten haben wir noch was. Betrachte die Ketten. Betrachte sie doch mal. Keine Ivo. Chance. Hm. Ich kann mich nicht allein befreien. Die Ketten sind massiv und das Schloss erreiche ich von hier aus nicht. Ja. Das ist mir völlig klar. Du hängst da irgendwie wie ein Schluck Wasser. Okay, dann reden wir jetzt mit dem Vieh. Ivo, sag mal was zum Vieh. Du? Vieh? Vieh. Ah. Hä? Kannst du mich verstehen? Hä? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Wahrscheinlich. Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Hadulab. Okay, wenn ich dein Herrchen in die Finger bekomme. Also es ist wirklich das Haustier vom Nate? Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hä? Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Okay, komm. Wir müssen uns befreien. Kannst du helfen? Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Aha. Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Na, mach mal. Aber wie denn? Ah, schau mal an. Du, ach. Versuch's gut einfach. Gut gemacht, Kleiner. Mhm. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Na, es ist natürlich schwierig, wenn man ihn nicht versteht.
Ja, das war halbherzig. Es scheint nicht zu funktionieren. Okay. Aber es muss irgendwie gehen. Aha. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay, aber wie willst du hier rauskommen? Flutsch. In Ordnung, versuch's. Gut, du kannst flutschen. Alles klar, okay. Also Ivo ist eindeutig im Vorteil mir gegenüber. Die versteht wenigstens annähernd, was er da sagt. Das Einzige, was ich glaube, verstanden zu haben, war Flutsch. Und das auch nur, weil er hier rausgeflutscht ist, kann er wahrscheinlich auch hier durch Türen oder, ja, sonstige, ja, Dinge flutschen. Okay, jetzt gucken wir uns hier mal um. Betrachte die Stange. Kannst du die wieder nehmen, auch wenn sie nichts taugt? Ja, nimm sie einfach. Da ist Ivo, sprich mit Ivo. Kannst du Ivo was sagen? Aha. Hallo, Fee. Gibt's was Neues? Nein. Wo? Sicher. Mhm. Okay. So. Betrachte das Foltergerät. leere Zelle. Haben wir denn jetzt was? Ja, nochmal? Okay. Also ich verstehe kein Wort. Verlasse den Kerker. Nee, wir gucken uns erst um. Leere Zelle. Wir drücken mal hier. Ach, guck mal, da ist ja jetzt eine Menge Zeugs. Da ist ja jetzt eine Menge Zeugs. Okay, dann untersuch mal die Zelle hier. Bitte untersuch die Zelle, Freund. Oh ja, okay. Und? Pudo, okay. Ja. Du brauchst einen Schlüssel. Ah, alles klar. Okay, so. Und das Skelett hier? Ja, richtig, genau. Der ist hinüber und hängt genauso wie wir. Und wenn wir da nicht wegkommen, Vieh, dann werden wir genauso aussehen. Kannst du da was nehmen? Fackelhalter? Stofffetzen. Ja, gut. Nimm etwas von der Kleidung, habe ich doch. Fackelhalter, wo war der Fackelhalter? Da. Betrachte den Fackelhalter. Können wir damit was tun? Aha. Foltergerät, Fackelhalter. Nochmal? Ja, du sagst Padawa. Alles klar. Das geht auch nicht. Das ist Cheep Cheep. Kannst du mit dem Federding sprechen? Sag dann Cheep Cheep was? Ah, okay. Mhm. Aha. Alles klar. Ja, ihr habt's schön miteinander. Okay. So. Sprich mit Ivo. Betrachte den Großkasten. Mhm. Nochmal. Okay. Gut. Sonst noch irgendwas? Großer Kasten? Lass mal schauen. Da haben wir noch die Kette. Genau, betrachte die Kette. Guck mal die Kette an, Vieh. Aber es ist ja wirklich sowieso egal. Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Wahrscheinlich müssen wir erst Ivo runterholen, bevor wir da irgendwas kapieren von dem, was er sagt. Ich glaube halt nur, wir müssen gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Also das haben wir jetzt... Oh, was ist da oben? Betrachte den Lichtschacht. Ui! Ein Ui! Das ist schön. Das machst du gern. Machst du gut. So, okay. Ich glaube, dann haben wir alles. Ich guck noch mal vorsichtshalber. Ja, da haben wir alles. Okay, kannst du jetzt einfach den Kerker verlassen? Flutschst du da jetzt durch, mein Freund? Also dann flutsche mal. Wehe, du flutschst nicht. Er flutscht unten durch. Ich hätte gedacht, dass er durch die Gitter geht. Aua. Oh. Oh, was haben wir hier? Ein Troll. Ach du Scheiße. Ja, okay, Krak, ja. Also, das heißt, wir dürfen ihn wohl nicht einfach mal so, ja, stören. Er könnte gefährlich sein. So, was haben wir hier denn noch? Der betritt den Kerker, da kommen wir gerade her. Rede mit dem Troll. Okay, wir reden nicht mit dem Troll. Betrachte den Hammer. Ein Hammer. Wenn wir den haben, können wir mit dem Hammer, dem Troll eins über die Rübe geben. Nimm's.
Ah, okay. Geht nicht. Brummscham. Alles klar, Brummscham. Völlig klar, mein Freund. Vielleicht, nee, das geht auch nicht. Und erschlagen können wir ihn auch nicht. So, was haben wir hier denn noch? Betrachte das Rohr. Betrachte das Loch. Das ist, glaube ich, das Loch, wo das Licht reinkam. Schubse das Ofenrohr an. Also, dann machen wir das mal. Drehe das Ofenrohr ein bisschen. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Betrachte das Loch. Hallo, aha. Vieh? Ich kann dich hören. Ah, okay, alles klar. Das ist wie vermutet. Ivo! Ha, du kannst Ivo sagen. Hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden? Ja. Padulab. Nee, die Stadt wollen wir nicht. Was haben wir noch hier? Mit Ivo sprechen macht nicht viel Sinn. In die Stadt wollen wir jetzt auch nicht. Dann was ist das hier? Betrachte das Brett. Aschergeleile? Aha. Aschergeleile? Ja, wenn du meinst. Gut, sonst noch was? Kerker, da ist noch was. Schlüsselbund, ah. Der Troll hat einen Schlüsselbund. Das wird der Schlüsselbund für den Kerker sein. Können wir den denn nehmen? Nimm ihn. Es wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Ja, genau. Also, er sagt uns ganz eindeutig, dazu muss ich ihn nicht verstehen, da reicht mir auch seine Gestik, dass man mit dem Troll, dass mit dem Troll nicht gut Kirschen essen ist. Okay, sonst noch was? Haben wir hier noch was? Betrachte das Huhn, ein Huhn. Okay. Aha, ein totes Huhn also. Gut. Ach, ein Gummihuhn. Okay, dann nehmen wir das mal. Das war's hier, glaube ich. Dann haben wir hier noch was. Betrachte die Hundehütte. Eine Hundehütte. Und was brennt da davor? Wow, wow. Okay. Betrachte den brennenden Hundenapf. Ein brennender Hundenapf? Ich würde mal behaupten, dass hier... Wo geht's denn dahin? Ich würde mal behaupten, dass hier kein Hund frisst. Oder ein Höllenhund, ein Feuerhund. So, sonst noch irgendetwas? Betrachte das Banner. Hm. Okay. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, mein Freund. Gummihuhn. Nein. Gummihuhn? Hm, okay. Gut. Geh die Treppe hoch. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Dann gucken wir mal, wo wir da landen. Ah, wir sind bei Muttern. Quasi in den heiligsten Hallen der bösen Mächte. Okay. So. Dann gucken wir uns mal hier um. Ich hoffe mal, dass wir uns in aller Seelenruhe umgucken können. Mit Mütterchen können wir nicht reden. Ah, betrachte die schwarze Wache. Okay, mit der scheint nicht gut Kirschen zu essen zu sein. Gut, was haben wir noch? Betrachte das Samtkissen, okay. Ui, oh, ein Samtkissen. Oh. Ja, dann nimm's mal. Okay, so. Ja, wie du meinst, mein Guter. Deine Kiste. Ja, und was ist das hier? Betrachte, ach so, das haben wir schon. Betrachte die Vase. Aschergeleile? Mhm. Klettere in die Vase. Okay. Köstlich. Okay, gut. Ja, das wird es noch nicht gewesen sein. Irgendwann müssen wir da vielleicht rein, aber ich glaube mal nicht jetzt. Was haben wir hier noch? Ein Krönchen. Oh, eine Truhe. Ja, das Vieh kommt raus. So, kannst du die aufmachen? Heißt das, dass du sie nicht aufmachen kannst? Also gut, sie ist verschlossen. Kannst du es mit der Stange machen? Nein. Hm. Truhe, du kannst sie nicht aufmachen. Juckt sich, das tut mir leid. Alle kratzen sich immer irgendwie am Hintern. Der Bilbo macht das auch. Brauchst du einen Schlüssel? Ja, vielleicht zu dem Schlüsselbund da unten, oder? Möglicherweise. Da ist ein Fass, untersuche das Fass. Boff. Was haben wir da? Nein, das kennt ihr doch bestimmt alle. Ein ganz berühmtes Bild, ich überlege mir gerade. Der Schrei, Käthe Kollwitz, glaube ich. Genau, so.
Betrachte ein anderes Gemälde. Das kenne ich nicht, das sagt mir nichts. Noch ein anderes. Was ist das? Ein Huhn? Das nimmst du jetzt, oder was? Noch ein anderes Gemälde? Nicht mehr? Okay. Das ist ein Huhn. Ein Stillleben. Mal gucken, ob wir hier irgendwas kombinieren können. Samtkissen? Wohl eher nicht. Gummihuhn. Was machen wir denn mit diesem Gummi? Ah, okay, ich frage immer nicht. Es wird sich schon immer auflösen. Wickel das Tuch um die Stange. Okay. Okay, so. Dann haben wir jetzt was? Eine Stange. Die Pergamente untersuchen. Geh mal, Vieh, und guck. Pocus Salara, aha. Pocus Salara, ja, alles klar. Sonst noch was? Kannst du es nicht nehmen? Warum? Ach so, du bist dann zu nah bei der Mama. Okay, kannst du das vielleicht irgendwie mit dem Gummihuhn? Nein, eher nicht. Also, Gummihuhn? Nein, das wäre auch mit der Stange vielleicht? Ne, okay, so. Nochmal da. Okay, da haben wir noch zwei Sachen. Wie kriegen wir denn die Kiste auf? Da braucht man einen Schlüssel, hat er uns, glaube ich, gesagt, ne? So, dann haben wir hier was. Betrachte das Gefäß. Also, dann gucken wir das Gefäß an. Olle Kohl. Olle Kohl? Nimm schmierige schwarze Substanz. Okay. Was ist das? Schmierige schwarze Substanz. Ist das Öl? Hebe eine Kugel an. Also gut, dann heben wir eine Kugel an. Oh, die sind schwer. Ah, fies, tut mir leid. Und jetzt rollt das Ding und dann? Rollt das doch? Ah, können wir da den Troll erschlagen? Nee. Das Ding fliegt weg. Oh, oh, sagt er. Gut, okay. Schwarze, schmierige Substanz. Und da brennt's. Ist das Pech oder Öl oder was ist das? Nehmen will er sie nicht? Nö. Jetzt reagiert er schon nicht mehr richtig. Okay. Das Samtkissen? Nein. Das Stillleben auch nicht, ganz sicher nicht, aber genau, wir können eine Fackel machen. Hast du das eigentlich alles in deinem Bauch, du komisches Vieh? Okay. Was haben wir da jetzt? Eine Fackel. Sehr schön. Gut. Jetzt kannst du mal gucken, was bei der Kugel passiert. Mach noch mal eine Kugel, mein Guter. Die rollt. Und dann fliegt sie dahin. Und dann fliegt sie weg. Okay. Oh, oh, ja. Gut, können wir sonst noch irgendwo hier hin? Nein. Können wir vielleicht mit der Fackel? Warte mal, können wir mit der Fackel? Das hier? Nee, können wir nicht. Schade, ich hätte gedacht. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Ich habe nämlich eine Idee. Stillleben. Nein, okay. Hätte mich auch gewundert. Samtkissen? Magst du ein Kissen haben? Nein, okay. Zweite Mal, die Kugel kommt von da runter und dann fällt sie hier hin und da lege das Samtkissen auf das Brett. Was passiert dann? Fällt die Kugel da nicht runter, oder was? merkwürdige Art, das Zeug zu tragen. Drehe das Ofenrohr ein wenig. Ah, ich weiß, okay. Die Kugel, die bleibt hier liegen und dann kümmern sie da an dieses Ofenrohr und dann schlägt die durch dieses Loch. Ja, aber da kommt doch Ivo nicht raus. Und selbst wenn Ivo rauskommt, wir brauchen diesen Schlüsselbund. Okay, jetzt gehen wir mal nach oben und versuchen das mit der Kugel. Mit dem Troll reden macht wenig Sinn.
Ich verstehe ja das Vieh nicht. Okay, komm mal her. Kann man die Fackel denn anzünden? Mal gucken. Nee. Okay, beim Hundenapf vielleicht, da brennt ja was. Ja genau, Kugel erstmal. Hebe eine Kugel an. Wir heben eine Kugel an, jawohl. So. Da muss er sich echt anstrengen. Rennt hinterher, ich könnte mich totlachen. Sonst bin ich gespannt, ob das hinhaut. Bleibst du jetzt liegen? Ja. Wunderbar. Das ist schön, da freut er sich. So. Nein, wir klettern nicht in die Vase, sondern wir gehen jetzt runter. Und schlagen mit der Kugel hier rein. So, komm mal her. Rolle die Kanonenkugel vom Kissen. Genau, das machen wir. Sehr schön. Tier, wollte ich schon sagen. Natürlich Vieh. Wunderbar. So, jetzt kommt sie da rein. Was zum... Ja, da hätte man jetzt auch Ivo erschlagen können. Gut. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir diese Fackel anzünden können. Nein, wir gehen nicht in das. Wir gehen hier hin. Wir wollen zu dem brennenden Hundenapf. Brunsala, so. Stillleben, können wir das nicht anzünden? Nein. Die Fackel, die können wir anzünden. Okay. Können wir jetzt mit der Fackel den Troll ärgern? Und was passiert dann? Dann geben wir ihm das Gummihuhn, oder? Okay. Brennende Fackel. Ja, zünde die Hose des Trolls an. Das traust du dich? Da lacht er sich einen ab. Der arme Troll. Oh, das ist böse. Versteck dich. Gehst du jetzt in die Vase dich verstecken? Nee. Geht er nicht. Ja, und nu? Jetzt brennt der Hosenboden von dem Troll und der Schlüssel bleibt liegen. Alles klar. Oder ist es der Schlüssel? Ja, nimm den Schlüsselbund. Okay. Haben wir dann hier sonst noch was? Können wir jetzt diesen Hammer nehmen? Warte mal, Hammer, Hammer, Hammer. Kannst du ihn jetzt nehmen? Nee, immer noch nicht. Okay. Geht nicht. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir mit dem Schlüssel diese Kiste da oben aufschließen können. Und dann machen wir Schluss für heute, würde ich vorschlagen. Schlüssel? Nein, geht nicht. Wie kriege ich denn das Ding auf? Die Fackel habe ich ja immer noch. Kann ich es anzünden? Kann ich hier irgendwas anzünden? Nein, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir halt wieder runter zur Straße. Betritt den Kerker. Genau. Soweit eigentlich alles klar und auch durchaus logisch. Jetzt sind wir da drin. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Und jetzt können wir Ivo losmachen. Ich frage das gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Nichts Schönes. Ja, genau. Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Nein. Ein Troll. Ein Troll? Mhm. Der Troll bewacht den Kerker? Nicht mehr. Er hat einen Schlüssel? Er hatte. Ich hab ihn den jetzt. Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Wir haben es doch schon. Okay, dann machen wir jetzt Ivo los. Ha? Das war ja einfach. Gagalu. So. Danke, endlich. Ah, Ivo, genialo. Schau dir das an, meine Güte, was eine Elfe. Wow. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Genau. Was ist das Vieh froh? Alles klar. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.